Herzlich willkommen zu unserem Unternehmergespräch. Mein Name ist Axel Schröder und ich bin heute zu Gast in der Karateschule Okinawa in Bayreuth und heute gemeinsam im Gespräch ist der Freddy Plewe. Das ist der Leiter der Karateschule Okinawa in Bayreuth und vor allem Träger des 5. Dans, also des 5. Schwarzgurts im Karate. Ja. Hallo. Herzlichen Dank, dass ich heute bei dir sein darf, dass du die Zeit nimmst für unser Gespräch, denn ich interessiere mich ja nicht nur für Karate, ich bin einer von deinen Schülern im Karate. Ja. Sondern vor allem interessiere mich auch über dich und dein Unternehmen. Also auch der Unternehmer Freddy Plewe soll heute in unserem Gespräch mit im Rampenlicht sein. Und da freue ich mich einfach sehr darauf, dass es geklappt hat. Herzlichen Dank dafür. Ich bedanke mich auch für das Interesse. Vielen Dank. So, ich habe ein paar Fragen mitgebracht hier und vielleicht starten wir gleich mit der allerersten. Als Sportler hat man ja eigentlich so zwei Möglichkeiten, seinen Berufsweg einzuwählen. Man kann also der klassische Profisportler eher sein, wo man seine eigene sportliche Leistung dann auch vermarktet, damit seinen Lebensunterhalt verdient, sehr erfolgreich sein kann. Man kann natürlich auch sagen, naja, nicht ich stehe so im Vordergrund, sondern vielleicht mehr, ich möchte Lehrer und Trainer sein, ich möchte eine Schule aufbauen für den Sport, eine Karateschule. Du hast dich ja für den zweiten Weg entschieden mit einer Karateschule. Vielleicht verrätst du mir mal, wie es dazu kam und warum du es so gemacht hast. Ja, also, ich habe mich schon immer für Kampfsport interessiert, als Kind schon, als Jugendlicher. Habe dann allerdings erst an meinem 19. Geburtstag das erste Mal eine Karatestunde besucht und war natürlich begeistert. Also ich habe sofort gemerkt, das ist mein Sport, das möchte ich machen. Und jetzt sage ich mal, als Profisportler ist, glaube ich, wenn man mit 19 anfängt, glaube ich, schon ein bisschen spät. Das war auch nie so mein Gedanke, so dieser Wettkampfsport hat mich eigentlich nicht so interessiert. Es war schon eher so die Kampfkunst. Und was ich dann auch eben gemerkt habe schnell, oder dann nach 2-3 Jahren durfte ich dann assistieren als Trainer und da habe ich eben gemerkt, oh, das macht mir auch sehr viel Spaß. Und deswegen bin ich dann doch mehr so in die Schiene als Lehrer oder Trainer so reingerutscht, sage ich mal. Also das Profisport selber hat mich eigentlich nie interessiert. Okay. Und dann war irgendwann so der Moment da, dass du ja quasi dein Hobby dann zum Beruf machst. Das hat dir so gut gefallen. Du sagst, Mensch, damit möchte ich eigentlich auch dann wirklich meinen Lebensunterhalt verdienen. Ich baue ein Unternehmen auf, du hast eine Firma gegründet. Es hat ja so eine Firma noch ein paar mehr Facetten als nur quasi die eigentliche Leistung. Da gehört auch immer dazu, man braucht vielleicht Büroräume, man braucht ja hier eine Trainingshalle, wo man seinen Sport ausüben kann. Man hat vielleicht auch Mitarbeiter, die man einstellen muss, die man betreuen muss als Arbeitgeber, die man entwickeln muss. Man hat mit allen Dingen zu tun, wie man sich finanziert und so weiter. War dir das eigentlich klar, dass du jetzt da wirklich eine Firma aufmachst oder war es einfach die Form, wo du sagst, naja, die brauche ich halt, um meinen Lebenstraum zu leben? Also, dass ich da damals ein Unternehmen gegründet habe, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich habe das einfach nur gemacht, ich habe dann nebenberuflich gestartet, ich hatte meine ersten 20 Schüler in einem Fitnessstudio eingemietet und habe eben gedacht, okay, das muss ein bisschen Hand und Fuß haben, ich melde ein Gewerbe an. Und was das dann alles nach sich zieht oder wie sich das jetzt entwickelt hat, das habe ich damals überhaupt nicht gedacht. Also ich wollte einfach nur Karate machen. Das ist sehr spannend. Vielleicht hast du noch da so ein paar Hintergrundinformationen. Du hast also im Nebenerwerb erst angefangen und dann quasi, wie das gewachsen ist und das aufgebaut hast, ist dann eigentlich erst dann dein richtiger Beruf geworden. Genau, also ich habe Raumausstatter gelernt und auch dann kam ich eben an den Grund, beziehungsweise an den Punkt, wo dann mein damaliger Chef gesagt hat, okay, du musst dich mehr auf die Firma konzentrieren hier, nicht so viel Karate. Und das war dann für mich die Entscheidung, die Firma zu verlassen. Ich wollte einfach Karate machen und habe mich dann eben selbstständig als Raumausstatter gemacht und habe praktisch vormittags hauptsächlich gepolstert, also ich habe mich auf Polstern spezialisiert und nachmittags meine Kurse gegeben. Und dann irgendwann vor ein paar Jahren war der Punkt dann erreicht, wo ich gesagt habe, okay, jetzt nur noch aufs Karate konzentrieren. Und war eine tolle Entscheidung. Ja, das ist richtig. Unternehmen und Familie, das ist auch mal so ein großes Thema. Ich meine, du bist jetzt nicht nur Unternehmer, sondern du bist ja auch Ehemann und Familienvater. Ja. Deine Familie unterstützt dich ja auch sehr hier in der Karateschule mit. Deine Frau nimmt da wahnsinnig viel Arbeit mit im Büro einfach von deinen Schultern, macht die Verwaltung ganz viel, Anmeldungen zu den Kursen und so weiter, zu den Prüfungen, die hilft da ganz viel mit bei der Verwaltung. Deine Tochter ist selber Trainerin hier in der Karateschule und gibt dir ganz viele Kinderkurse mit viel Enthusiasmus. Hat dich deine Frau so kennengelernt als den Unternehmer oder habt ihr das gemeinsam eigentlich dann aufgebaut als Familie? Also hat sie dich mit deiner Firma geheiratet oder habt ihr das zusammen gemacht? Also meine Frau und ich, wir haben uns natürlich im Karate kennengelernt. Wie soll das in meinem Leben anders sein? Und wir waren beide auch sehr jung und
sind dann zusammengezogen. Und das hat sich eigentlich alles so entwickelt. Der Vorteil ist, dass meine Frau Verwaltungsfachangestellte gelernt hat, also die ist auch da vom Fach, und die hat mir wirklich sehr viel Arbeit abgenommen, das stimmt. Also und vielen, vielen Dank, Jessica. Also da bin ich immer noch froh, und es ist immer noch so, dass sie mir da die Verwaltungssachen, wie du schon sagst, abnimmst und ich dann doch mehr mich aufs Sportliche konzentrieren kann, und ich bin da auch sehr kreativ und ich brauche einfach immer Leute, die das dann auch für mich umsetzen, und da hilft mir meine Frau. Und meine Tochter ist eigentlich auch reingewachsen, die wollte nach der Schule irgendwas machen, vielleicht mit Kindern, aber nicht den ganzen Tag im Büro. Sie kommt von der Wirtschaftsschule, sie wollte schon Büro machen, aber nicht den ganzen Tag. Und dann hat sie gesagt, Mensch, Papa, könnte ich nicht bei euch in der Karateschule was machen? Na, vormittags Büro, Nachmittag mit den Kindern, und das macht ihr auch sehr viel Spaß. Also den, glaube ich, auch ideal gemacht. Genau, naja, so gerade die Kombination, die macht die Mischung dann wirklich halt aus. Genau. Und sie hat ja dann auch bei uns in der Karateschule eine Ausbildung gemacht zur Gesundheitstrainerin, und alles gut. Genau, naja, es gibt es eigentlich relativ häufig, dass so die Unternehmergattin wirklich auch dann mit da ist, und also dann stützt quasi, dass dann der Mann sich selber quasi wirklich dann voll auf die Firma, also vor allem die Leistungserbringung eigentlich dann. Und da sind wir auch beide reingewachsen, sag ich mal. Also sie hat nicht den Unternehmer geheiratet oder die Firma. Das haben wir alles zusammen, dann hat sich alles. Gibt es aber auch häufiger, ne? Dass also wirklich dann die Frau sagt, okay, ich scheide mich bewusst halt, das ist Elektrikermeister zum Beispiel mit seinem Betrieb halt, und dann weiß ich aber auch letztendlich, was auf mich zukommt vielleicht. Und, aber wenn man es gemeinsam aufbaut, ist natürlich auch eine schöne Sache, weil es halt einfach dieses gemeinsame mit alles tun. Ja, Unternehmen entwickeln sich ja auch. Deine Karateschule hat sich entwickelt. Ja. Also Karate ist ja auch ein Weg, wo man im Laufe der Zeit an sich selber wächst und so weiter und sich weiterentwickelt. Wie viel Zeit steckst du eigentlich in deine sportliche Entwicklung, wo du trainierst, wo du deine Fertigkeiten vertiefst, und wie viel Zeit steckst du eigentlich in die Entwicklung von deinem Unternehmen rein? Tja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also ich glaube, so geht es wahrscheinlich vielen Kleinunternehmern. Also die Firma, jetzt mal in Anführungszeichen, ist natürlich ständig präsent. Ne? Also auch zu Hause, im Urlaub, ist es immer irgendwie präsent. Und ich trainiere unheimlich ganz selber viel. Also ich mache selber für mich, stehe ich in der Halle, trainiere. Ich besuche Seminare. Ich freue mich, wenn ich unterrichten darf, da kann ich auch trainieren. Also das versuche ich möglichst viel zu machen. Und das Unternehmerische, also da muss ich sagen, da bin ich erst vor ein paar Jahren richtig darauf gekommen, Mensch, du entwickelst dich ja zu einem Unternehmer, und da lese ich sehr viel und schaue auch Webinare und solche Sachen. Das wird auch in den letzten Jahren immer mehr. Also da, wobei gelesen habe ich schon immer gern. Ist das bist du da auch gewachsen, weil du einfach dann die Firma gewachsen ist, notwendig geworden ist? Du hast auch mehr Mitarbeiter, du hast auch mehrere Standorte gehabt hier im Raum Bayreuth, wo man sich darum kümmern muss, hier mit Mietverträge für Hallenmöglichkeiten und so weiter, für Training. Da ist es dann quasi dann präsenter geworden, dass es ja eigentlich eine Firma auch ist dann. Ganz genau. Also am Anfang habe ich mich als selbstständig gemacht. Man kennt ja den Spruch, man arbeitet selbstständig. Das ist dann natürlich mit Hilfe meiner Frau, das will ich nicht vergessen. Und natürlich dann irgendwann, es wurde immer mehr, die Nachfrage wird da, dann haben wir gesagt, Mensch, dann könnten wir vielleicht da einen neuen Standort machen, aber jetzt kann ich mich natürlich nicht zerteilen. Ja. Und am Anfang haben mir dann Leute ein bisschen geholfen, so Minijob-mäßig ein bisschen, und dann, aber es wurde immer mehr. Und dann habe ich natürlich auch den Schritt gewagt und gesagt, nee, jetzt machen wir mal richtig, jetzt haben wir auch Vollzeitkräfte und. Und das ist schön. Das freut mich. Nimmst du dir dafür auch Auszeiten, um mit deiner Familie oder selber über das Unternehmen nachzudenken und zu reflektieren, was sind so die nächsten Schritte vielleicht oder was möchten wir als nächstes erreichen, was sind Meilensteine, die wir machen, also sowas wie Strategietage oder so in die Richtung? Also richtig Strategietage, so würde ich es jetzt nicht nennen, aber ich habe vor vielen Jahren erkannt, was ganz wichtig ist, dass man sich eine Auszeit nimmt und Urlaub macht. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und wir machen das im Sommer, machen wir eine längere Zeit Urlaub, ist eine kleine Auszeit. Und da merke ich erstmal, ich brauche erstmal ein, zwei Wochen, um richtig runterzufahren. Und dann sitzen wir eben am Strand, ich fahre gerne nach Italien, bei einem Cappuccino. Und dann kommen diese, ich nenne das jetzt mal Strategiegespräche, das ist klar. Weil dann ist der Kopf frei, dann haben wir neue Ideen, neue Impulse, neue Kraft, wieder was Neues zu machen. Und das hat uns wirklich schon viel weitergebracht, diese Auszeiten im Urlaub. Also, und das kann ich jedem nur empfehlen. Das ist ganz wichtig. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil viele machen das ja wirklich mit Auszeiten, dass sie dann auch diesen Ortswechsel mit haben. Ja. Also größere Unternehmen nehmen dann, was ich, mieten ein Hotel oder sowas, dass sie mal ein Wochenende sich zurückziehen können. Und wenn sie das quasi dann im Urlaub machen können, in einer anderen Atmosphäre, bestimmt gibt es dann ganz viele neue Impulse und Ideen. Ganz genau, auch, ganz wichtig. Genau. Naja, dann hat uns ja im Frühjahr 2020 Corona überrollt.
uns alle, dich natürlich ganz besonders, weil du natürlich als Sportschule, als Karateschule natürlich mit körperbetontem Sport ganz besonders quasi von Schließungen betroffen warst und auch immer noch bist. Ja. Das war mit Sicherheit eine schwere Phase, auch eine Krise fürs Unternehmen. Jetzt nicht aufgrund des Unternehmens selber, sondern weil es einfach von außen kam. Ja. Konnte ja keiner was dafür soweit. Hat einen Druck gegeben auf dich als Unternehmer, als Arbeitgeber. Wie schaut es aus? Deine Mitarbeiter dürfen nicht mehr so arbeiten, wie sie wollten, an den Standorten mit Präsenztraining und so weiter. Und dann hast du aber irgendwann im Spätherbst wirklich angefangen, deine ganzen Karate-Stunden online abzuhalten. Ja. Also diesen Online-Unterricht einzuführen als echte Karate-Stunde, die man eben halt über Video mitverfolgt, wo man auch mitmacht und auch das Feedback mitbekommt von dir, was ich als Karate-Schüler ganz toll finde. Das ist sehr, sehr gut gelungen eigentlich, wie ihr das macht. Wie hast du es denn eigentlich geschafft, aus diesem Reaktiven, dass du quasi immer nur diesen Auflagen von den Behörden hin und nachrennen musst, zu sagen, okay, stopp jetzt mal. Jetzt kann ich auch wieder proaktiv arbeiten und handeln. Ich mache diesen Online-Unterricht. Ich entwickle Formate, mit denen man was machen kann. Wir können da ausgehend vielleicht auch im Freien trainieren, am Parkplatz, wenn es die Vorgaben zulassen und so weiter. Aber dieses von selber raus reagieren können. Wie hat es funktioniert? Also beim ersten Lockdown, da war ich, muss ich zugeben, überrascht, dass das überhaupt möglich ist. Da war ich ein bisschen, also sehr überrascht. Und habe dann allerdings sofort gesagt, okay, wir müssen unseren Mitgliedern was anbieten und haben dann sofort sogenannte Mitmach-Videos gemacht. Wir haben einen Mitgliederbereich auf der Homepage gegründet und Aktionen für Kinder, auch Ausmalbilder, solche Sachen, dass man sich auch anders in der Freizeit mit Karate beschäftigen kann. Und haben eben gesagt am Anfang beim Erst-Lockdown, liebe Mitglieder, die Wochen, die ausfallen, die holen wir wieder nach, weil wir sonst in den Ferien keinen Unterricht haben. Wir werden die Ferien durchmachen, das haben wir auch letztes Jahr dann gemacht. Wir haben die Pfingstferien durchgemacht, wir haben die Sommerferien durchgemacht. Und es ist uns gelungen, das wirklich nachzuholen. Und das hat viele Mitglieder anscheinend beruhigt auch. Also wir hatten eine geringe Kündigungsrate, ich sage mal im normalen Bereich. Und im Sommer war dann wieder gut alles und dann kam natürlich im Herbst der zweite Lockdown. Und dann habe ich natürlich schon gewusst, okay, diesmal wird es etwas länger dauern. Also das können wir nicht mehr nachholen. Ich muss meinen Mitgliedern einfach was anderes bieten. Und ein paar Kollegen von mir, die haben das auch schon angeboten mit diesem Zoom-Live-Training. Ich dachte, jawohl, das machen wir jetzt auch. Das war auch wieder so ganz spontan. So ab nächster Woche machen wir das. Jetzt haben wir noch Zeit, das Equipment zu besorgen. Ja, da mussten wir ein bisschen Gas geben. Aber es hat geklappt. Das ist echt spannend, weil hast du da Impulse gehabt von deinen Karate-Kollegen oder aus dem Verband raus oder waren das deine eigenen Ideen? Oder wie? Ja, also wir sind ja ein Verband dabei, dem Kampfkunstkollegium und da hatten schon auch ein, zwei Kollegen das vorher schon gemacht, schon im ersten Lockdown schon damit rumexperimentiert, sag ich mal. Und da wir uns da jede Woche austauschen, die haben mir gleich ein bisschen geholfen, welches Equipment das man machen könnte, dann, dass es von Vorteil ist, wenn man eine Leinwand hat und die Mitglieder werden mit Beamer draufgeworfen, also wir Trainer sehen die Kinder und die Erwachsenen groß vor uns. Das waren alles so Tipps und haben das umgesetzt und wie gesagt, das war sehr schön, war gut jetzt, dass wir das so gemacht haben. Ja, dein Online-Karate-Unterricht findet ja wirklich Anklang. Also ja. Ich finde das auch echt spitze halt. Man sieht auch immer, wie viele angemeldet sind. Letztendlich, das ist immer, der ganze Zoom-Raum ist voll mit deinen Mitgliedern. Ist es für dich eigentlich vorstellbar, dass du in diesem Geschäftsfeld eigentlich auch überregional wächst, dass du sagst, okay, Digitalunterricht könnte eine Ergänzung sein zum Präsenzunterricht, auch nach Corona. Weil viele wollen halt mit dem Trainer Freddy Blewe arbeiten, aber wohnen eben halt zu weit weg, um halt nachher zu fahren oder sowas. Also ich sage jetzt mal grundsätzlich nicht nein, weil ich immer Ideen suche und dann brauche ich aber natürlich erstmal eine Auszeichnung, um da mal wieder Gedanken drüber zu machen. Also grundsätzlich sage ich nicht nein, aber ich möchte schon eher den Präsenzunterricht in der Halle. Das, ich glaube, davon lebt der Kampfsport auch. Es ist momentan eine schöne Alternative. Also wirklich, wir könnten auch neue Mitglieder gewinnen mit dem Online-Angebot. Also es ist wirklich toll. Aber ich werde auch jetzt, wenn es, ich sage mal, wieder losgeht mit dem Präsenzunterricht, ich bin ja guter Dinge, dass es bald wieder losgeht, werden wir trotzdem noch diesen Live-Unterricht anbieten für jemanden, der vielleicht noch ein bisschen ängstlich ist, noch ein bisschen vorsichtig oder irgendwelche Vorkrankungen hat oder so. Also ist ja alles... dass der dann trotzdem noch online teilnehmen kann, aber das Ziel grundsätzlich ist wieder rein Präsenzunterricht, wobei unser Mitgliederbereich auf der Homepage, das muss ich sagen, das ist ein ganz, ganz toller Zugewinn, der bleibt natürlich mit diesen Mitmachvideos, mit Lehrvideos, so dass man auch, wenn man mal im Urlaub ist vielleicht und möchte Karate machen, kann man sich ein Video reinmachen und kann mit mir zusammen dann im Urlaub trainieren.
Sprich jetzt da mit dem Präsenzunterricht, da mit der Sportler jetzt, dass du einfach mit den Leuten gemeinsam arbeiten willst in der Halle? Oder spricht da auch der Unternehmer, der sagt, naja, ich suche eigentlich schon auch Möglichkeiten fürs Wachstumsunternehmen? Ja, das schon. Also man merkt schon, dass die Nachfrage nach Präsenzunterricht größer ist als nach Online-Training. Das kann sich natürlich auch in den nächsten Jahren ändern, also wobei wir sind ja vorbereitet, ist alles gut. Nur ich mag schon den sozialen Kontakt mit den Menschen, mit den Kindern, mit den Erwachsenen. Auch unsere Trainer, unser Trainerteam sind ja alle mit Herzblut dabei. Mhm. Wir arbeiten einfach gerne mit den Kindern zusammen in der Gruppe. Man hat natürlich auch eine gewisse Gruppendynamik, gemeinsam Spaß in der Gruppe. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass Karate Spaß macht. Mhm. Und das hat man in der Gruppe dann doch noch ein bisschen mehr. Also das ist auch das, was ich momentan immer sage, was ich vermisse. Dieses Kinderlachen in der Gruppe. Aber ich, wie gesagt, das wird bald wieder kommen. Besprecht ihr solche Themen mit unternehmerischer Weiterentwicklung auch im Team, vor allem in deiner Familie auch mit? Und wie denken denn die jüngeren Familienmitglieder über solche Sachen wie Online-Karateunterricht oder solche Sachen oder in Unternehmensentwicklung? Also wir haben schon, ja, wir haben natürlich immer regelmäßig so Trainer-Meetings, da werden schon besprochen, wo geht's hin, wie machen wir jetzt, was wollen wir machen. Und ja, die Jüngeren, die sind Online-Unterricht, also bei uns sind eigentlich schon alle mehr für einen Präsenzunterricht. Mhm. Wenn du so auf die Jahre deiner Karateschule und deines Unternehmens so zurückblickst und so weiter, wie du sie aufgebaut hast, wie du sie geleitet hast, würdest du alles wieder so machen, den gleichen Weg wieder gehen? Oder gibt es so ein paar Stellen, sagst du, naja, da hätte ich mir vielleicht so einen kleinen Umweg auch sparen können. Ich hätte vielleicht andere Sachen jetzt rückblickend anders machen sollen. Also ich glaube, das hat man immer, rückblickend ist man immer schlauer. Klar. Also das ist klar. Und dann denkt man oft, na okay, wenn ich das damals gewusst hätte, hätte ich es anders gemacht. Aber ich glaube immer, und ich glaube, das ist auch eine Stärke von uns, dass wir aus Fehlern lernen. Und nur, weil ich vielleicht manchmal den falschen Weg gegangen bin oder eine falsche Entscheidung getroffen habe, konnte ich daraus lernen und so durch haben wir uns weiterentwickelt. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dieses aus Fehlern lernen und nicht drüber dann sich ärgern, dass man einen Fehler gemacht hat. Das passiert halt. Ich denke an meinen alten Lehrmeister im Polster, der hat immer gesagt, was passiert ist, ist passiert, was machen wir jetzt? Und das habe ich mir so eingenommen. Das ist einfach so. Und wie gesagt, da habe ich viel daraus gelernt. Und ja. Ja, man muss halt auch dann das immer wieder aufgreifen halt und auch dann wieder neu probieren, halt das nicht aufgeben. Genau. Aber das ist auch so eine typische Karate-Eigenschaft halt. Wenn der Fußtritt nicht gelingt, dann muss man halt noch 10.000 Mal machen. Ganz genau, ganz genau. Ja, genau, so ist es vielleicht. Ich habe auch immer gerne als Beispiel, ich habe ja schon gesagt, ich habe mit 19 mit Karate angefangen und ich habe oft gedacht, Mensch, ich hätte es doch schon mit 10 angefangen oder mit 8 angefangen. Ne? Nur wer weiß, wenn ich das gemacht hätte, ob ich mit 19 dann noch Karate gemacht hätte. Ne? Vielleicht hätte ich als Jugendlicher aufgehört, weil der Beruf kommt oder so und hätte das alles gar nicht erreicht. Also ich glaube, so wie es ist, soll es einfach sein. So, eine letzte Frage für unser gemeinsames Gespräch für die Zukunft. Was sind so deine Pläne für die Zukunft? Was hast du denn so vor, sowohl als Sportler, als auch aber als Unternehmer? Das interessiert mich auch besonders. Wo sind so Gedankengänge, die da so rumschwirren? So, als Sportler habe ich mir schon vor vielen, vielen Jahren das Ziel gesetzt, Karate ist eine lebensbegleitende Kampfkunst. Also ich möchte Karate bis zu meinem Lebensende machen. Das heißt, dazu gehört natürlich eine gewisse Gesundheit und Fitness und regelmäßig trainieren. Das ist so mein sportliches Ziel und halt natürlich dann vielleicht die nächste Darmprüfung, der nächste Schwarzgurt in ein paar Jahren. Das ist dann auch mal so, wo man dann noch ein bisschen fleißiger trainiert, weil ja eine Prüfung ansteht. Ne? Und das ist das Schöne im Karate, dass das auch nie zu Ende ist und da freue ich mich dann schon drauf. Aber wie gesagt, habe ich noch ein paar Jahre Zeit. Aber schon im Hinterkopf, okay, vielleicht 2025 oder so, die nächste Darmprüfung, da trainiere ich mal hin. Und als Unternehmer, also da habe ich als Unternehmer habe ich am Anfang des Jahres immer zwei Ziele. Einmal bestehende Mitglieder begeistern, weiterhin begeistern fürs Karate. Und bei uns am Trainermeeting heißt es auch immer, liebe Trainer, wir wollen nicht nur guten Karateunterricht machen oder sehr guten, nein, wir wollen fantastischen Karateunterricht machen. Also dieses Ziel verfolge ich und natürlich das Ziel dann neue Mitglieder gewinnen, auch für unser Karate begeistern. Und natürlich dann auch neue Standorte gründen. Also ich sehe uns noch nicht am Ende. Also ich glaube, es wird uns gelingen, die nächsten Jahre noch neue Standorte zu gründen. Allerdings brauche ich da Personal. Ne? Also das ist das Nächste. Wir sind alle ausgelastet. Und das heißt für mich jetzt als Unternehmer,
muss ich jetzt daran arbeiten, unser Unternehmen auch als attraktiven Arbeitgeber bekannt zu machen. Und das sind wir, also falls jemand Interesse hat, schreibt auf unsere Homepage Karateschule-Okinawa, schreibt über das Kontaktformular eine kurze E-Mail. Also wir suchen Karate-Lehrer, Lehrerinnen, Assistenztrainer, Trainerinnen, Gruppenhelfer, Gruppenhelferinnen, also kurze E-Mail genügt. Ja, also das sind so die Ziele, dieses Wachsen auch weiterhin. Ich bin sehr gespannt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in größerem Abstand vielleicht nochmal zum Gespräch treffen würden, gerne, weil ich genau diese Pläne, die du nämlich hast, einfach mit weiterverfolgen möchte. Gerne. Ich finde, nicht nur der Sportler Friedrich Plebe ist eine ganz, ganz interessante Persönlichkeit, sondern eben auch das Unternehmen, wie es eben so weiter wächst. Ja. Ich habe das jetzt als gerade Schüler so ein paar Jahre miterleben können. Es hat sich wahnsinnig viel getan. Ja. Also ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und ich wünsche euch, dir, eurer Familie, dem Unternehmen so alles Gute. Dankeschön. Ja, und ich bedanke mich auch für das nette Gespräch. Also, Dankeschön. Und ne? Wir sehen uns ja dann bald wieder im Zoom-Training. Genau so ist es. Ne? Alles klar. Dankeschön. Dankeschön. Danke Tschüss. Auch. Dankeschön. Tschüss.